Mondelisin Bludenz zu arbeiten, das kann man sich im wahrsten Sinne des Wortes auf der Zunge zergehen lassen. Milka Schokolade ist wohl jedem bekannt und im Werk in der Alpenstadt werden die unterschiedlichsten Sorten hergestellt. Sage und schreibe 200 Millionen Tafeln Schokolade werden jedes Jahr produziert. Und trotz dieser Menge steht bei Mondelis eines im Vordergrund, die Qualität. Der gesamte Herstellungsprozess durchläuft Kontrollen in mehreren Stufen. Somit ist garantiert, dass auch wirklich jede Tafel genauso schmeckt, wie man es sich erwartet. Dass die ganzen Abläufe im Milka-Werk in Bludenz aber funktionieren, dazu braucht es gutes Personal. Und hier zeigt sich schnell, dass vor allem auch das weibliche Geschlecht in den unterschiedlichsten Bereichen verantwortungsvolle Positionen einnimmt. Mondelis achtet hier sehr auf die Verbindung von Beruf und Familie und wurde hier auch mit dem Staatspreis für familienfreundliche Betriebe ausgezeichnet. Die Arbeit selbst ist sehr vielseitig. Gerade wenn es um die Qualität geht, kommt man an dem Labor nicht vorbei. Also ich habe mich entschieden, den Beruf zu machen, weil ich es ganz interessant finde, wie die Zusammensetzung von unseren Produkten sind. Bei uns kann halt Rohware rein, die werden für uns untersucht auf Sensorik, Feuchte, Siebung, Fettgehalt. Alle verschiedenen Sachen, die man natürlich auch immer mikrobiologische Untersuchung vorweisen, sonst können wir sie nicht annehmen. Sie müssen unseren Spezifikationen entsprechen, die wir mit dem Lieferant vereinbart haben. Auch in der Schokoladeerzeugung ist man heutzutage natürlich auf Maschinen angewiesen. Die Produktion der Schokoladetafeln ist beeindruckend. Dass hier aber auch alles rund läuft, dazu braucht es geschultes Personal, das alles in Schuss hält. Wir haben damals rundum alle verschiedenen Bereiche angefangen, von Metzgerei, Tourismus, Betriebsschlosser per Zufall damals geschnuppert. Ja, ich hätte mir eigentlich nie im Leben gedacht. Ich habe damals erst mal viele in der Hand gehabt und auch Börlert und alles. Und ja, habe mir gedacht, ja, boah, cool wäre schon, aber da komme ich sicher nie im Leben rein. Weil es sind sicher x, wo besser sind wie ich. Und auf das Mal geschrieben und dass ich dahin anfangen darf und dann haben wir angefangen. Bei einem internationalen Betrieb wie Mondelis finden sich natürlich auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der ganzen Welt, so auch in Bludenz. Ein Beruf, den sicher jeder nicht ganz ungern ausüben würde, ist die Qualitätskontrolle. Ich bin Qualitätskoordinatorin von der Bereich Mass und Powder. Was mir betrifft, geht von der Kakaobohnen bis zum die flüssige Schokoladenmassen und Kakaopulver. Ich habe viele Sachen an der Uni gelernt, aber Qualität ist, wie wir sicherstellen können, dass unsere Produkte gut sind. Eines ist im Werk in Bludenz, aber auch bei Mondelis auf der ganzen Welt ein wichtiges Thema, die Weiterentwicklung. Kontinuierliche Verbesserungen sind wichtig und auch hier übernimmt das in Bludenz eine Frau. Ich habe Verfahrenstechnik studiert und ich habe eigentlich schon immer ein Faible für Naturwissenschaften gehabt und da habe ich gedacht, dann okay, irgendein ingenieurwissenschaftliches Studium passt sicherlich gut. Und dann während des Studiums hat sich so immer mehr der Wunsch bei mir geäußert, dass ich gedacht habe, ich würde gerne mal in der Schokoladenfabrik arbeiten und habe mich dann hier beworben und es hat sofort geklappt. Also direkt nach dem Studium ab in die Schokoladenfabrik. Also ich bin hier Ingenieurin für kontinuierliche Verbesserung. Das heißt, wir schauen uns alle Sachen an, wie können wir unsere Prozesse optimieren, wie können wir die verbessern. Und jetzt im speziellen Fall zum Beispiel hier, wir haben eine neue Anlage bekommen, wo wir beim Startup dabei sind, den wir begleiten, wo wir versuchen jetzt zu optimieren, dass die Temperaturen alle passen, dass die Tafeln das entsprechende Gewicht haben. Mondelis in Bludenz ist also ein perfektes Beispiel für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Die zahlreichen Mitarbeiterinnen, aber auch Mitarbeiter zeigen, dass man zum einen tolle Möglichkeiten hat, sich zu entfalten und zum anderen das Privatleben trotzdem in vollen Zügen genießen kann. Wenn man dann während der Arbeit immer von Schokolade umgeben ist, was will man mehr?